Hallo erstmal, ich denke, es war ein sehr intensives Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, zumindest von meiner Mannschaft. Erste Halbzeit, ja, hat man schon gemerkt, dass wir vom Spielerischen her mit Sicherheit die größere Qualität hat, aber es hat mir einfach gefehlt, diese Mentalität auf den Platz zu bringen, und das hat Bitburg hervorragend gemacht, hat alles reingeschmissen, haben auch aus wenig Chancen, muss man sagen, auch die Tore gemacht, aber wie sie die dann gemacht haben, haben sie schöner herausgespielt, standen sehr defensiv, sehr kompakt, haben uns das Leben wirklich schwer gemacht in der ersten Halbzeit. Haben da auch hochverdient 2:0 geführt, muss man sagen. Wir hatten da kaum Torchancen in der ersten Halbzeit, und in der zweiten Halbzeit, muss man auch ganz ehrlich zugeben, hat Bitburg die Möglichkeit zum 3:0. Da hält uns Niklas super im Spiel. Ich glaube sogar ein, zweimal sogar, wo er wirklich uns im Spiel hält. Und dann kommt der Anschlusstreffer mit dem 2:1, und dann hat man gemerkt, bei den Jungs, da kam nochmal so ein Schub bei uns durch, und wir wurden dann ein bisschen oder noch mehr dominanter im Spiel. Ja, die zweite Halbzeit war dann sehr viel in der Hälfte von Bitburg, war aber trotzdem immer die Gefahr dabei, einen Konter zu fangen. Da hat man auch bestimmt in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück, muss es nicht sauber durchspielen. Ja, und dann haben die Jungs wieder an sich geglaubt, und dann haben wir es 2:2 gemacht. Und glücklicherweise für uns dann das 3:2 und das 4:2 hinten raus dann noch gemacht. Aber ich glaube, bis zur 70. Minute war es ein sehr offenes Spiel, und da wäre ich mit dem 2:2 sogar auch zufrieden gewesen nach dem Spiel. Weil es jetzt ein Sieg wurde, ist natürlich für uns umso schöner. Christian, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Dankeschön. Kreis Nordmann und dir als Coach. Ja, es ist viel passiert in den 90 Minuten. Haben uns vorgenommen, griffig, ekelhaft, laufstark, zweikampfstark zu sein. Da sind wir auch so relativ gut ins Spiel gekommen, haben dann zwei rausgespielt, schöne Tore geschossen. Sind wir in der Halbzeitpause gegangen. Da hat Kaiserslautern jetzt fußballerisch die bessere Mannschaft ist, ist laut Tabelle und auch so ja auch zu sehen. Dann sind wir in die Kabine gegangen, haben ganz klar gesagt, wir kommen raus. Wir wollen da 2:0 mit aller Macht hier halten. Eventuell noch einen Lucky Punch setzen, mit dem 3:0 nachlegen. Hat uns ja erstmal relativ gut geklappt, ist doch mal die Null hinten gehalten haben. Hatten dann auch in der zweiten Halbzeit tatsächlich dann die 3-4 erhofften Chancen, wenn man dann ein Tor schießen und 3:0 machen, bin ich voll von überzeugt, darf ich das Spiel gewinnen. Haben wir leider Gottes nicht getan. Und hinten raus kam Kaiserslautern dann noch mit einer Wucht und hat leider Gottes das Spiel für sich entschieden. Kompliment muss ich trotzdem der Truppe sagen, wie wir in der ersten Halbzeit hier aufgetreten sind, wie wir insgesamt hier Fußball gespielt haben. Es war echt gut. Wir hatten einen klaren Plan, den Plan haben wir auch durchgezogen. Der war auch gut, wenn wir einen Lucky Punch setzen, dann wäre alles perfekt gewesen. So ist es eben. Eine Niederlage. Jetzt gehen wir dienstags wieder ins Training. Dann bereiten wir uns auf den nächsten Gegner vor. Ja, hey Bugera, Jakob Kollmann hat heute seine Saisontore 12 bis 14 erzielt, hat mal wieder bewiesen, welchen Torinstinkt er hat. Wie sehen Sie ihn von seiner Entwicklung her? Hat er jetzt auch zuletzt in der Zweitligamannschaft mittrainieren können? Ist ihm der Sprung kurzfristig, mittelfristig, langfristig zuzutrauen nach oben? Wie sehen Sie ihn? Jakob darf man nicht vergessen, wo er herkommt. Also er hat in der Saarlandliga gespielt, hat er zwar seine 28 Tore gemacht, aber man darf trotzdem nicht vergessen, wo er herkommt. Ist seine erste Oberligasaison. Hat jetzt eine kleine Delle gehabt, wo er weniger die Tore gemacht hat. Deswegen freut es mich heute, dass er einfach wieder Knoten geplatzt ist mit den 2 Toren. Was er für Fähigkeiten hat, wenn er richtig fit ist und richtig im Spiel ist, das wissen wir. Das wurde auch oben schon so gesehen. Wir sind da auch immer im regen Austausch. Und Jakob war es so, dass er die Woche auch bei den Profis mit dabei war. Hat er täglich mittrainiert, 1-2 Einheiten auch gehabt. Und dass er eine Qualität hat, das ist gegeben, bloß er muss halt von Spiel zu Spiel auch jedes Mal zeigen, und das war jetzt die letzten Wochen ein bisschen weniger, aber deswegen freut es mich für ihn, dass er die 2 Tore auch gemacht hat. Dankeschön. Herr Christian, du hast die Startformation auf einigen Positionen gegenüber dem 1:5 in Quierschied verändert, unter anderem im Tor. Das wäre die erste Frage. Was hat dich dazu bewogen? Und Matteo Müller zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Wie hast du seine Leistung gesehen? Genau, ich hab mich entschieden, aus einem 4-4-2 gegen Quierschied ein 4-1-4-1 zu machen. Heißt, mit dem David Thor dann vor der Abwehr
nochmal ein bisschen Stabilität reinzubringen. Für Dominik habe ich mich einfach entschieden, weil er einfach der, wo ich gehofft habe, und da hat man heute gesehen, er stellt die Mannschaft, er ist lautstarker, und das war für mich heute gegen Kaiserslautern 2 ausschlaggebend, da einen Tormann reinzubringen, der frühe Situationen erkennt und der mit der Mannschaft spricht, der die stellt, bei Standardsaktionen klare Zuordnung gibt den Jungs. Und normalerweise hat der Dommer auch heute tatsächlich ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn er 4 Gegentore bekommt. Ja, Matteo Müller ist durch das 4-1-4-1 habe ich dann mit unserem Kapitän telefoniert, und mir war klar, oder uns war klar, der Arthur macht den Spielaufbau, also geht praktisch in die Höhe von David. Heißt, dann brauche ich einen, der in der 8er-10er Position dem Simon Floss in der Offensive unterstützt, und da sehe ich mir von unserem Spieler, dem Matteo Müller, als bester Spieler, der schnell in die Spitze läuft, der technisch stark ist, der gute Bälle spielt. Abgesehen davon hat er die letzten 2 Wochen überragend trainiert, kann man echt großes Lob an den Jungen aussprechen, hat er echt gut gemacht, und so waren die Pläne über die 2 Jungs.